Trophäen. Geschichte. Erfolg. Ich sehe Familie. Das Fundament, auf dem dieser Verein steht. Spieler kommen und gehen. Wenn ein Team eine Familie ist, ist es unzerstörbar. Und eine Familie basiert auf Respekt. Du zeigst nicht die Professionalität, die wir von Spielern in diesem Verein erwarten. Von Mitgliedern unserer Familie. Egal, was uns abseits des Rasens beschäftigt, es darf uns nicht auf dem Rasen beeinträchtigen. Dem Trainer fehlt deine Konzentration auf den Fußball. Und aus diesem Grund setzt er dich auch morgen Abend in der Champions League nur auf die Bank. Ah, okay, wir sitzen auf der Bank. Wir dürfen nicht ausrasten. Fehler einzugestehen ist der erste Schritt, sich zu bessern, Alex. Diese Einstellung hilft dir sicher, deinen Platz zurückzuholen. Dein Kumpel wartet. Kumpel? Achso, ja, der andere da. Ich habe eigentlich gar nichts zu suchen. Wer hier spielt, muss in jedem Training, in jedem Spiel in der La Liga zeigen, was er drauf hat, Tag für Tag. Geld bekommen für nichts tun, ey. Ja, Real Madrid gegen Dortmund. Wir sind nur Wechselspieler. Dann schwupps. Hey, wir haben gewonnen. Für nichts tun. Weiter geht's. Torwart überwinden, Temposchüsse. Gegen Juve geht's jetzt als nächstes. Torabschluss. Los geht's. Okay. Schaffen wir nicht. Ich bin zu schlecht dafür. Ups. Wow. Ey, der war im Tor. Aber das ist leider nicht die Aufgabe. Wir müssen erst so durch und dann ins Tor schießen. Wäre auch diese Aufgabe. Kommt man auf so einen Quatsch eigentlich? Mal ehrlich. Wieso? Das ist doch Quatsch. D. Hä? So ist der Ball da hinten. Ach so, wir müssen da durchschießen. Ah, okay. Sag das doch einfach mal ein. X. Die Aufgaben werden übrigens immer bescheidener, ja, also... Vor allem, es ist immer so klein, wenn ich da bin. Ich
F. Ja, weil es kacke war. F wie fiese Nummer. Und dann auf diesen Kacke überhaupt. Heute bin ich einfach nur enttäuscht. Vor allem von Hunters Leistung. Das reicht nicht, junger Mann. Doch, doch, das reicht. Aber wer überlegt sich auch so einen Kack? So. Spieler wechseln. Empfohlen wird nämlich jetzt Danny Williams. Da müssen wir nämlich auch noch das Achtelfinale spielen. Das heißt, wir gehen wieder in die Saubude. Weil er irgendwie in Liverpool nicht aufräumt bei sich. Winter 2019. Der nächste Wohnung. Jonas, gönn dir was. Du kannst nicht ewig hier bleiben. Na doch. Schaust du dir wieder diesen Quatsch an? Oh, naja, Michaels Kumpel hat noch mehr Prozente angeboten. Wie oft muss ich dir denn noch sagen? Der Großteil deiner Kohle ist langfristig angelegt. Vergiss es lieber. Er kann sich das leisten bei seinem Gehalt. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, da wette ich drauf. Was willst du damit sagen? Du hast kaum noch Klienten, oder, Michael? Und deine Provisionen sind auch mau. Was sagst du da? Das geht so nicht mit diesem Cowboy. Cowboy? Du hast doch jeden Klienten verloren, den du jemals hattest. Du hast Glück, dass Danny so gutmütig ist. Frag ihn, wo dein Geld ist, Danny. Na los, frag ihn! Der Kerl hat nur Misserfolge. Du und ich, Danny, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Mir geht's hier um deine Zukunft. Michael haben wir schon oft genug rausgeworfen. Mann, es wäre eine gute Idee, über die Buchhaltung zu sehen. Vielleicht können wir ja ein bisschen Geld verschieben und das Haus doch kaufen. Der Deal ist nämlich super. Du hörst dem Kerl echt noch zu? Nach allem, was er versaut hat? Walker, Hunter, reicht das nicht? Mann, ich will doch nur die Bücher sehen. Ich zerreiß mich wirklich für dich. Jedes Mal, wenn du was verbockst, drück ich's wieder gerade. Vergiss es einfach. Ihr zwei verdient einander. Ich bin raus. Was? Ringo! Das ist doch Unsinn! Ringo! Ist das gerade passiert? Ja, glaube ich schon. Wir müssen den Gegner müde machen, um in der Schlussphase bessere Chancen zu bekommen. So macht man späte Tore. Nötig sind harte, saubere Pässe. Und zwar jede Menge. Ja, okay. Noch mehr Training. Zum Verkacken. So, schön heben. Hoppala. Das macht man ja sonst eigentlich nur bei großen Partys einheben. Gut. Vielleicht auch mal zwei heben. Je nachdem, wie gerade der Promillegehalt ist. Ringo. Ach, Ringo ist nicht so wichtig. Denn hier immer wieder neue Tastenkombis, die ich sonst nie nutze. Wow. Hallo.
ein B. Also so schlimm war jetzt das Training nicht. Das war's. Ab unter die Dusche. Okay. Und die Seife natürlich fallen lassen. So aus Versehen. So, los geht's gegen Rom. Alles Rom. Was ist das denn für ein Logo eigentlich da? Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Ist mir vorher noch nie so aufgefallen beim Asrom. Wer achtet schon auf komische Logos, ne? Beim Verein, aber das ist irgendwie... komisch. Weltbekannt. Ja, weltbekannt, außer bei mir, weil ich nicht so drauf geachtet habe bisher. Ja, schönes Passspiel, schön und gut, aber wir müssen auch Tore schießen. Sonst landen wir wie bei Alexander auf der Bank. Und gewinnen trotzdem irgendwie das Spiel. Elfmeter, komm, Elfmeter. Gib den einfach auch noch rot. Nee? Gott, wie war denn das nochmal? So nicht. Dinge, die ich nicht kann. Elfmeter schießen. Boah, ey. Kann man immerhin mal wieder sehen, wie man am Tor vorbeischießt. Hauptsache, da stand schon klasse Tor oben rechts, bevor das Tor überhaupt kam. Das habe ich gesehen. Als ich geschossen habe, stand es nämlich schon da. 28. Minute, 1:0 von Danny Williams. Dürfen halt nicht auf der Bank versauern.
Wobei es natürlich irgendwann auch kommen könnte in der Champions League, dass Danny Williams auf Alex Hunter trifft. Keine Ahnung, wie das dann gehandhabt wird. Wir können ja nicht mit beiden die Champions League gewinnen. Das wäre irgendwie nicht so gut, wenn das gehen würde. Darfst du aussuchen? Ja, gut, sehen wir ja dann, ne? Macht ja auch am meisten Sinn. Gut. Alles im Rahmen noch. Trainer sollte ja wohl nicht schlecht auf uns gelaunt sein jetzt. Wobei wir ja eigentlich als Alexander auch nicht so schlecht waren. Es war halt das eine Spiel, was so ein bisschen schlecht war, aber sonst. Davor ging es eigentlich. Hat mich ein bisschen gewundert. Wird einmal getauscht. Boah. Das war wieder so ein unnötiger Gegentreffer, der einfach mal so irgendwo herkam.
Okay. Komische Auswechslung. Hoppala. Wieder irgendwas gedrückt. Was die Spieler verstellt hat. Aber egal. Wie der echte. Der echte was? Der echte Gronkh bin ich nicht. Ich bin auch nicht ApoRed. Aber hallo, komm im Stream. Ja, der echte Berlin Night TV. Ja, klar, der echte. Wäre ja komisch, wenn. Hä? Ich hab doch niemand gefragt, ob ich der echte bin. Was? Ja, wow, Asados. Wie ich ein Foto mache. Du bist hier im Chat, du bist, wir sind nicht irgendwo. Hä? Verwirre mich mal nicht hier. Ich habe übrigens ein Tor geschossen. Ist mir gerade noch so aufgefallen. Foto machen. Jetzt geh mal weg hier. Mal dieses lange Warten, bis alle wieder Spieler wieder vom Platz bin. Wie bitte? Ja, wie bitte Foto machen? Hä? Verwirr mich nicht. Ich bin nicht bei dir in der Nähe. Ich bin hier. Zu Hause. So, wir haben gewonnen, also alles gut. Wir haben das Spiel auch bis zum Schluss durchgeschafft. Seitdem zeigt er mir dieses komische Emoji dahinter gar nicht an. Ich muss mal kurz mal... Achso, das ist nur so ein trauriger Smiley, okay. Jetzt habe ich irgendwo raufgedrückt. Achso. Da wollte ich gar nicht raufdrücken. Training. Wir müssen am Aufbauspiel arbeiten und den Ball besser laufen lassen. Also trainieren wir die Ballverteilung. Die Ballverteidigung. Verkackt. So, wir müssen so einen bestimmten Spieler immer spielen. What that für ein Quatsch.
ein A. Obwohl ich zum Schluss einfach nur noch Quatsch gemacht habe. Jetzt soll ich durch die Tore noch laufen? Ach ne, es reicht, wenn ich schieße. Ja gut, aber ich muss halt jeden Pfeil mal erwischt haben, ne? Ja, dann halt nicht. Ein C. Okay, das war's. Wünsche euch einen schönen Nachmittag. Naja. So, kommt jetzt das Spiel noch? Jetzt kommt noch das Spiel gegen AS Rom, das Rückspiel. Let's go. Das kann Nickel. Und sieht sogar noch mal den Hinspielstand, ne, sieht 2:1. Was ja auch ganz gut ist, damit man noch mal einen Überblick hat. Gibt ja Leute mit Alzheimer. Die vergessen sowas schnell. Was war das jetzt? Was hat der Torwart da gemacht? Krieg ich nochmal so eine Elfmeter-Chance, oder? Er hat The Williams umgeworfen. Ich hab nochmal die Chance, einen Elfmeter von vorhin zu korrigieren. Ich mach's jetzt so.